Herzlich willkommen zu diesem Video über zentrale Grenzwertsätze für die Poisson-Verteilung. Man fragt sich natürlich, warum es nicht nur ein Grenzwertsatz ist und warum gerade für die Poisson-Verteilung. Der Hintergrund ist der, dass ich ein Video zum Chi-Quadrat-Test machen wollte. Die Prüfgröße bei diesem Test kann man nur verstehen, wenn man eine Verallgemeinerung der Stirlingschen Formel kennt. Und diese Verallgemeinerung fällt als Folgerung bei einem Satz an, den ich gleich formulieren und beweisen werde. Dieser Satz ist der zentrale Grenzwertsatz für die Poisson-Verteilung in seiner lokalen Form. Ich möchte diesen Satz zunächst vorstellen. Es sei dazu für positives Lambda und eine nicht negative ganze Zahl mit p Lambda von k die Wahrscheinlichkeit abgekürzt, dass eine mit dem Parameter Lambda Poisson verteilte Zufallsvariable den Wert k annimmt. Des Weiteren sei f Lambda von k dieser Ausdruck, der Assoziationen an eine Normalverteilung weckt. Und zwar ist das die Dichte der Normalverteilung mit Varianz Lambda ausgewertet an der Stelle k minus Lambda. Damit können wir auch schon den mit ZGWS abgekürzten zentralen Grenzwertsatz für die Poisson-Verteilung in seiner sogenannten lokalen Form formulieren. Mit obigen Bezeichnungen gilt für jede feste positive reelle Zahl c. Wir betrachten für einen k den Quotienten aus p lambda k und f lambda k und dessen betragsmäßige Abweichung von 1. Diese Differenz konvergiert für lambda gegen unendlich gegen 0 und zwar, und jetzt kommt die Konstante c ins Spiel, gleichmäßig für alle k, die sich betragsmäßig vom Erwartungswert Lambda der Poisson-Verteilung um höchstens das C-fache der Standardabweichung Wurzel aus Lambda der Poisson-Verteilung unterscheiden. Mit anderen Worten, es sind diejenigen Werte von k, sodass die standardisierte Poisson-Verteilung, bei der zuerst der Erwartungswert subtrahiert und danach durch die Standardabweichung dividiert wird, Werte im kompakten Intervall von minus c bis plus c annimmt. Der Satz heißt lokaler Grenzwertsatz, weil einzelne Wahrscheinlichkeiten approximiert werden. Man erhält aus diesem Satz unmittelbar die Stirlingsche Formel, indem man Lambda gleich n setzt und den einen Wert k gleich n betrachtet. Es gilt also Limes n gegen unendlich und p Lambda von k wird jetzt zu e hoch minus n mal n hoch n durch n Fakultät. Sind k und Lambda beide gleich n, so steht hier e hoch 0, also 1, und der Vorfaktor ist 1 durch Wurzel aus 2 pi n. Da wir durch fn von n dividieren müssen, bedeutet das Multiplikation mit Wurzel 2 pi n und nach obigem Satz konvergiert dieser Ausdruck gegen 1. Das ist die berühmte Formel von James Stirling. Es sei gesagt, dass man aus obigem Satz ganz leicht den zentralen Grenzwertsatz von De Moivre-Laplace für die Binomialverteilung herleiten kann. Das wird Thema eines eigenen Videos sein. Für die folgenden analytischen Überlegungen ist es sicherlich nötig, das Video an einigen Stellen zu pausieren und Papier und Bleistift zur Hand zu nehmen. Ich x'e also nicht alles bis zum letzten aus. Zum Beweis des Satzes sei c eine beliebige positive Zahl. Wir setzen ein ZK in dieser Form an und beachten für alles Folgende, dass wir nur solche K betrachten, für die ZK-Betrag kleiner gleich C gilt. Zunächst rechnet man aus, dass der Quotient zweier direkt aufeinanderfolgender Wahrscheinlichkeiten der Poisson-Verteilung durch Lambda dividiert durch K plus 1 gegeben ist. Löst man die darüberstehende definierende Gleichung für ZK nach K auf, und setzt das Resultat für k hier im Nenner ein, so folgt nach anschließender Division von Zähler und Nenner durch Lambda diese Darstellung. Wir gehen jetzt zu den mit g Lambda von k bezeichneten natürlichen Logarithmen der Poisson-Wahrscheinlichkeiten über und verwenden diese Ungleichungen für die Logarithmusfunktion. Die obere Schranke folgt dabei aus der Konkavität des Logarithmus, wenn man die Ableitung an der Stelle 1 betrachtet. Die untere Schranke ergibt sich aus der oberen, wenn man t durch 1 durch t ersetzt. Zunächst erhält man für die Differenz der Logarithmen diese Darstellung und mit Hilfe der Logarithmusungleichungen folgt dieses Gleichheitszeichen.
Dabei ist groß O von 1 durch Lambda ein Fehlerterm, der gleichmäßig über alle k mit zk-Betrag kleiner gleich c beim Grenzübergang Lambda gegen unendlich gegen 0 konvergiert, und zwar so schnell, dass er nach Multiplikation mit Lambda beschränkt bleibt. Diese Gleichmäßigkeitsaussage bezüglich k gilt für alle noch folgenden Groß-O-Terme. Wir benötigen jetzt einen ganzzahligen Wert für k, der in der Nähe des Erwartungswertes Lambda liegt, und setzen dazu k0 als größte ganze Zahl kleiner gleich Lambda an. Ersetzt man oben in der Definition von zk das Lambda im Zähler durch k0, so ist zk bis auf einen Fehler von der Größenordnung groß O von 1 durch Wurzel Lambda gleich k minus k0 durch Wurzel Lambda. Wir summieren jetzt diese Differenzen hier über k, und zwar von k0 bis zu k0 plus einem l minus 1. Dabei darf l beim Grenzübergang Lambda gegen unendlich von Lambda abhängen, aber höchstens von der Größenordnung groß O von Wurzel Lambda sein. Bei diesem Summieren tritt ein manchmal als Teleskopeffekt bezeichneter Auslöschungseffekt auf. Man erhält wegen dieses Effektes diese Differenz, und wenn man für die einzelnen Differenzen hier, die man aufsummiert, diese Darstellung rechts verwendet und bei zk daran denkt, dass man das Lambda im Zähler in der ersten Zeile durch k0 ersetzen kann, sieht die Summe so aus. Dabei entsteht der Vorfaktor 1 durch Lambda durch das Wurzel Lambda hier oben im Nenner und dieses Wurzel Lambda hier im Nenner. Die Summe über k von k0 bis k0 plus l minus 1 ist die Summe aller natürlichen Zahlen von 1 bis l minus 1, also l mal l minus 1 halbe, aber dafür kann ich auch l Quadrat halbe schreiben, weil ich den dabei gemachten Fehler in das Groß O von 1 durch Wurzel Lambda stecken kann. Wenn man jetzt k0 plus l gleich k setzt, so ergibt sich g Lambda von k zu g Lambda von k0, und das l, was man hier sieht, ist ja k minus k0, und das kann man wieder als k minus Lambda schreiben, also diesen Term subtrahieren, weil man den dabei gemachten Fehler in diesem Term verarbeiten kann. Und noch einmal zur Erinnerung, dieser Groß-O-Term gilt gleichmäßig für alle k, die diese Nebenbedingung erfüllen. Ich nehme das letzte Resultat einmal als Memo auf die nächste Folie und erinnere an die Definition von g Lambda von k. Wir machen jetzt das Logarithmieren rückgängig. Auf der rechten Seite tritt dann als Term e hoch g Lambda von k0 auf. Diesen Term kürze ich mit m Lambda ab. Dabei habe ich nur für k0 die untere Gauss-Klammer von Lambda eingesetzt. Durch Bildung der Exponentialfunktion erhalten wir also p Lambda von k gleich m Lambda mal diesem Exponentialterm, und das e hoch groß O von 1 durch Wurzel aus Lambda wird zu 1 plus groß O von 1 durch Wurzel aus Lambda, wobei der groß O-Term wieder gleichmäßig für alle k mit dieser Nebenbedingung gilt. Das Ziel besteht jetzt darin zu zeigen, dass dieses m Lambda hier gleich 1 durch Wurzel aus 2 Pi Lambda ist. Dann wären wir nämlich fertig, denn vor der Klammer mit dem Groß-O-Term stünde f Lambda von k. Diesem Ziel dient die Chebyschew-Ungleichung. Ist x Lambda eine Zufallsvariable mit der Poisson-Verteilung mit Parameter Lambda, so besagt die Chebyschew-Ungleichung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich x Lambda vom Erwartungswert Lambda betragsmäßig um höchstens c mal Wurzel aus Lambda unterscheidet, mindestens gleich 1 minus 1 durch c Quadrat ist. Hiermit können wir eine Ungleichungskette aufstellen, und zwar ist 1 größer gleich der Summe aller Poisson-Wahrscheinlichkeiten p Lambda von k, die dieser Bedingung hier genügen. Für diese Wahrscheinlichkeiten setzen wir diesen Ausdruck hier ein, also m Lambda, und jetzt multipliziere ich mit der Wurzel aus Lambda, was ich farblich markiere, denn das müssen wir gleich korrigieren. Jetzt kommt die angesprochene Summe über alle k, die der Ungleichung zwei Zeilen rechts oberhalb genügen, und dann der Exponentialausdruck.
Und jetzt mache ich die Multiplikation mit Wurzel Lambda rückgängig. Was fehlt, ist noch die Klammer mit dem Groß-O-Term. Nach der Chebyschow-Ungleichung ist aber dieser längliche Term größer gleich 1 minus 1 durch c². Um weiterzukommen, sehen wir uns diesen Ausdruck innerhalb der eckigen Klammer an. Im Exponenten steht minus zk² halbe. Unter zk minus zk minus 1 gleich 1 durch Wurzel aus Lambda ist, handelt es sich um eine Riemannsche Näherungssumme, die für Lambda gegen unendlich gegen dieses Integral konvergiert. Jetzt lassen wir c gegen unendlich streben. Dabei konvergiert die rechte Seite der Ungleichungskette gegen 1 und das Integral konvergiert gegen dieses uneigentliche Integral. Das ist aber wegen der Normierungsbedingung für die Dichte der Standardnormalverteilung gleich Wurzel aus 2π. Und somit folgt m Lambda mal Wurzel aus Lambda mal Wurzel aus 2π gleich 1. Also m Lambda gleich 1 durch Wurzel aus 2π Lambda und das war zu zeigen. Was jetzt noch kommt, ist ein zweiter zentraler Grenzwertsatz für die Poisson-Verteilung, und zwar der in der üblichen Form. Bevor ich diesen Satz formuliere, nehme ich das erhaltene Resultat auf die nächste Folie. Und klein phi bezeichne im Folgenden die Dichte der Standardnormalverteilung. Der zentrale Grenzwertsatz für die Poisson-Verteilung in der üblichen, manchmal auch als kumulative Form bezeichneten Version lautet wie folgt. Ist z Lambda eine Zufallsvariable mit der Poisson-Verteilung mit Parameter Lambda, so gilt, beim Grenzübergang Lambda gegen unendlich konvergiert die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable z Lambda nach Standardisierung in ein kompaktes Intervall mit den Grenzen a und b fällt, gegen das Integral der Funktion phi in den Grenzen von a bis b, und zwar für beliebige Werte von a und b. Teil b besagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die standardisierte Zufallsvariable einen Wert kleiner gleich t annimmt, für Lambda gegen unendlich gegen das Integral von phi in den Grenzen von minus unendlich bis t konvergiert, und zwar für jedes t. Dieser zentrale Grenzwertsatz ist zwar nur ein Spezialfall des zentralen Grenzwertsatzes von Lindeberg-Levy, aber für dessen Beweis benötigt man schon höhere Stochastik. Wir kommen jedoch mit dem, was im Memo steht, aus, und zwar wie folgt. Sehen wir uns zunächst den Beweis von Teil A an. Im Memo ist c eine beliebige positive Konstante. Die wählen wir so, dass sie mindestens gleich dem Maximum von a-Betrag und b-Betrag ist. Dann ist nämlich das Intervall von a bis b im Intervall von minus c bis plus c enthalten. Die Konvergenz, die im Memo steht, besagt dann, zu jedem noch so kleinen positiven Epsilon gibt es ein Lambda 0, sodass für jedes Lambda größer gleich Lambda 0 gilt, für jedes k, das diesen Ungleichungen genügt, gilt diese Ungleichung. Man beachte, dass sich einfach beide Seiten der Ungleichung, dass dieser Betrag hier oben kleiner gleich Epsilon ist, mit fk von Lambda multipliziert habe. Die Summe der Poisson-Wahrscheinlichkeiten über alle k, die dieser Bedingung genügen, ist gerade die in Teil a des Satzes stehende Wahrscheinlichkeit. Wir müssen zeigen, dass diese Summe für Lambda gegen unendlich gegen das rechtsstehende Integral konvergiert. Wir subtrahieren dazu die entsprechende Summe über die f Lambda von k. Nach der Dreiecksungleichung und der darüberstehenden Ungleichung ist dieser Betrag für jedes genügend große Lambda höchstens gleich Epsilon mal dieser Summe über die f Lambda von k. Für f Lambda von k setze ich ein, was das ist, nämlich dieses Produkt. Wie schon auf der vorigen Folie, jetzt nur mit anderen Integrationsgrenzen, folgt, dass diese Summe als Riemannsche Näherungssumme gegen das in Teil a rechtstehende Integral konvergiert. Damit sind wir fertig, denn diese gegen das Integral konvergierende Summe wird ja auch mit diesem Minuszeichen hier abgezogen. Und die rechte Seite ist für genügend großes Lambda höchstens gleich Epsilon, weil das Integral über die Funktion phi in den Grenzen von a bis b kleiner als 1 ist.
Um Teil B zu beweisen, müssen wir uns überlegen, was in Teil A passiert, wenn wir die linke Intervallgrenze A gegen minus unendlich laufen lassen. Ich nenne diese Grenze im Folgenden minus U, wobei U eine positive Zahl ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die standardisierte Zufallsvariable kleiner als minus U ist, ist aber nach oben durch diese Wahrscheinlichkeit abschätzbar. Denn aus diesem Ereignis hier folgt das Ereignis hier. Nach der Chebyshev-Ungleichung ist diese Wahrscheinlichkeit aber unabhängig von Lambda höchstens gleich 1 dividiert durch U². Durch geeignete Wahl von U kann diese obere Schranke kleiner als ein beliebig kleines vorgegebenes positives Epsilon gemacht werden. Auf der anderen Seite kann aber auch das Integral über die Funktion Phi von minus unendlich bis minus U durch geeignete Wahl von U beliebig klein gemacht werden. Das heißt, auch Teil B des Satzes ist gezeigt. Damit wären wir am Ende dieses etwas anspruchsvolleren Videos angelangt. Die weitreichenden Konsequenzen des lokalen zentralen Grenzwertsatzes erschließen sich in diesem Video nur zum Teil. So haben wir gesehen, dass als Abfallprodukt die Stirlingsche Formel entsteht und wir haben auch recht einfach die sonst nur mit höheren Hilfsmitteln wie zum Beispiel charakteristischen Funktionen erhältliche kumulative Form des Grenzwertsatzes hergeleitet. Ich hatte aber gesagt, dass der lokale Grenzwertsatz unter anderem auch einen Schlüssel zum Verständnis der Chi-Quadrat-Testgröße liefert. Und der Chi-Quadrat-Test wird Thema eines der nächsten Videos sein. Ich danke ganz herzlich fürs Anschauen des Videos. Für Hinweise und konstruktive Kritik bin ich wie immer dankbar.